So, ich hoffe, ihr könnt jetzt alle mein Monitorbild sehen und dann begrüße ich euch auch alle recht herzlich, genau wie der Mauro gerade, zum heutigen Wochenausblick, den wir ja immer einmal im Monat gemeinsam als Live-Webinar machen, wo ihr eure Fragen stellen könnt, sowohl zum Trading als natürlich auch zu einzelnen Aktien, wo wir dann genau auf die Märkte gehen. Wir haben ja doch einiges an Volatilität in den letzten Wochen gesehen und es wird sicherlich in den nächsten Tagen spannend werden, aber dazu dann gleich mehr. Bevor wir starten, wie üblich der Risikohinweis. Ihr könnt hier an dieser Stelle diesen natürlich ganz in Ruhe durchlesen. Ich werde noch so ein paar Dinge zum heutigen Webinar sagen. Wir werden uns jetzt zunächst erstmal gleich die wichtigsten Termine anschauen und dann von dort aus, wie gesagt, den Gesamtüberblick über die Märkte, über S&P, Nasdaq, bis hin zum deutschen Markt und dann in die entsprechenden Einzeltitel. Was gibt es an wichtigen Terminen? Heute natürlich Feiertag in den USA, Labor Day. Morgen dann um 16 Uhr der Einkaufsmanager-Index. Und dann am Donnerstag nochmal die Beschäftigungsveränderung, den Einkaufsmanager-Index und um 17 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Und dann sicherlich der am spannendste Termin am Freitag dann die Arbeitslosenquote aus den USA. Dann gibt es noch ein paar spannende Termine in den nächsten 4 Wochen, denn ich werde nachher am Ende auch noch ein bisschen was mehr zu erzählen, nämlich wir haben noch weitere gemeinsame Webinare geplant. Hier und zwar heute um 19:30 Uhr im Anschluss wird zu kleine Konten Großtraden die Auftaktveranstaltung stattfinden. Dann nächste Woche am 11.09. ein Webinar mit CapTrader und FXFlat von 18 bis 19 Uhr. Dann noch eins eine Woche später am 18. und 19. immer mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Da geht es dann darum, welche Setups ich benutze und wir werden das Ganze dann auch an praktischen Beispielen anschauen. Und dann der vierte und letzte Termin in der ersten Runde ist dann am 25.09. dann nochmal bei uns. Das heißt also, ihr könnt euch über unsere Webseite dann anmelden. Das Besondere ist, und das, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ist natürlich, dass kleine Konten Großtraden jetzt schon zum dritten Mal stattfindet. Offizieller Starttermin ist dann der 7. Oktober, wo wir dann natürlich mit einem Live-Konto und Live-Trades dann nicht nur die theoretischen Grundlagen machen, sondern natürlich auch wieder praktische Trades. Und dann noch zwei Termine zum Schluss dann auch. Am 20.09. findet zum ersten Mal in Frankfurt Börse Unlimited der Weg zum Top-Investor statt, wenn ihr mit dabei sein möchtet. Alle Informationen findet ihr dazu auf meiner Website und einen Monat später dann Rendite Unlimited, wo auch CapTrader und FXFlat dann mit vor Ort sind. Gut, und dann starten wir jetzt auch sofort mit dem S&P 500. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne immer in den Chat mit hineinschreiben. Was ist in den letzten Wochen passiert? Ihr wisst ja, die meisten von euch wissen, dass ich im August fast immer im Urlaub bin. Das war dieses Jahr auch so und es war auch wieder vom Timing her eigentlich optimal. Denn wenn wir uns anschauen, was ist hier im August passiert? Der Markt ist mehr oder weniger seitwärts gelaufen in einer Range von etwa 130, 140 Punkten. Das heißt, der Markt hat zwar 4% geschwankt, aber mehr eben auch nicht. Und zwar immer vom Hoch zum Tief und immer wieder schön um den 200er EMA herum. Ist das ungewöhnlich? Nein, ist es nicht. Es passiert immer wieder, gerade in dieser Jahreszeit, gerade August und September gehören ja nicht zu den stärksten Monaten an der Börse, sondern eher zu den schwächeren Monaten. Deswegen kann man hier schon fast immer froh sein, wenn der Markt nicht wirklich nach unten großartig nachgibt. Die Frage ist natürlich immer, wie geht es jetzt hier weiter? Wir haben hier gesehen, dass es einen Aufwärtstrend gab. Das war der letzte kleine Trend, den wir hier hatten. Wir differenzieren ja, darauf werden wir nachher auch noch in dem Webinar kleine Konten Großtraden drauf eingehen. Immer zwischen kleinen Trends, mittleren Trends, großen Trends. Hier der kleine ist immer der letzte Trend, den wir hier sehen. Da sehen wir, hier ging es schön bergauf, aber dann ist hier dieses letzte Tief halt durchbrochen worden. Das haben wir auch schon beim letzten großen Marktausblick thematisiert gehabt. Damit war der Aufwärtstrend dann erst einmal vorbei.
Und was dann passiert ist, ist das, was wir hier sehen. Der Markt ist bis zum 200er EMA heruntergekommen und pendelt jetzt in einer Spanne von etwa 4%. Und solange wir hier in dieser Spanne sind, macht es auch wenig Sinn, in großen Zeiteinheiten zu agieren. Es gibt immer zwei Handelsansätze, die sehr gut funktionieren. Der, was für die meisten am besten ist, gar nicht zu handeln in dieser Zeit. Wir nutzen ja im Trading sehr viel das Sechs-Phasen-Modell, was hier auch schon seit Ende Juli gesagt hat, okay, wir wollen gar keine Trades mehr eingehen. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir sagen, wir stellen uns marktneutral auf. Was soll der marktneutrale Ansatz hier bedeuten? Das heißt, man geht in den stärksten Titeln long und in den schwächsten Titeln short. Das kann man machen, das hat auch in den letzten Wochen recht gut funktioniert, habe ich das umgesetzt selber, ich selber nicht, nur bei uns im Handelsbüro, weil wie gesagt, ich war die letzten 4 Wochen im Urlaub, ist heute mein erster kompletter Handelstag, wo ich wieder auch im Büro bin und dann gleich ein Feiertag in den USA und reise auch morgen gleich weiter nach Zürich, wo ich 2 Vorträge halte, aber grundsätzlich in dieser Phase, in der wir uns befinden, muss man nicht unbedingt traden, aber wenn wir hier den Ausbruch bekommen, nach oben oder nach unten, dann wird es halt besonders spannend. Was macht mich also in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden? Entweder, wie gesagt, gar nicht handeln, das ist die eine Möglichkeit, oder wenn ihr traden möchtet, sucht euch Aktien raus, die besonders stark sind oder besonders schwach. Wie man das macht, können wir uns gleich auch anschauen, wenn wir uns Einzelwerte anschauen, weil dann habt ihr eine marktneutrale Position. Stellt euch vor, ihr habt 5 Positionen, die ihr long handelt, und 5, die ihr short handelt, beispielsweise alle in einer Größenordnung von 5.000 Euro, dann seid ihr mit 25.000 long, mit 25.000 short und ihr werdet feststellen, dass euer Konto, wenn ihr eine gute Auswahl macht, sogar schön nach oben laufen wird, weil wenn ihr in so einer Marktphase seid, wird es trotzdem sein, dass die guten Aktien weiter nach oben laufen und die schwachen Aktien einfach weiter short bleiben. Das haben wir auch in den letzten Wochen innerhalb unseres Screening-Dienstes immer wieder gesehen, dass genau dieser Ansatz in solchen Marktphasen perfekt ist. Weil was braucht jeder Trader? Ein Handelsplan. Ein Handelsplan umfasst alle Dinge, die wichtig sind, damit ihr als Trader profitabel seid. Und das heißt, in einem Long-Markt wird man eben zu 80, 90, wenn nicht sogar zu 100% nur Long-Trades machen. Analog dazu in einem Short-Markt eben den größten Teil, 80, 90% eben Short und in einer marktneutralen Phase, was ich vorhin schon sagte, entweder gar nicht handeln oder eben einen marktneutralen Ansatz. Und dann aber, wenn diese Ausbrüche aus einer sogenannten Schiebezone dann entstehen, Schiebezone deswegen, weil der Markt kann sich hier sehr lange aufhalten. Wir sehen es auch, hier gab es 1, 2, 3, 4 Anläufe, wo der Markt hat versucht rauszukommen. Hier gerade noch am Freitag gab es nochmal ein höheres Hoch, wurde aber sofort abverkauft. Heute die Umsätze können wir vergessen. Labor Day, da ist nichts. Das sehen wir auch hier. Handelsvolumen ist sehr, sehr gering. Also von daher spielt es keine Rolle. Auf der Unterseite dasselbe Spiel auch. Also innerhalb dieser Boxen verlieren die meisten Trader Geld. Profitabel sind hier im Regelfall die Trader, die tatsächlich Countertrend handeln, was ich sehr wenig mache, aber grundsätzlich könnte man natürlich immer, wenn man weiß, hier unten ist der untere Bereich, hier long gehen, hier oben entsprechend short gehen. Hier gab es gute Ansätze am 26. August. Das haben auch viele unserer Kunden gemacht, weil wir über die Morgenroutine hier sehr gut feststellen konnten, dass es hier ein guter Einstiegspunkt war. Aber grundsätzlich ist es halt keine einfache Phase. Und wenn ihr jetzt vielleicht weniger Gewinn habt, als ihr üblich habt im August, dann wundert euch nicht. Das liegt einfach an der entsprechenden Marktphase, die wir derzeit haben. Wie gesagt, wenn wir hier den Ausbruch bekommen, egal ob auf der Ober- oder Unterseite, dann muss man diesen mehr oder weniger als Trader schon fast mitgehen, weil gerade wenn es 4 Wochen seitwärts ging, gibt es natürlich sehr viele Orders, die sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite liegen. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ist wahrscheinlicher, das ist sehr, sehr schwer abzuschätzen, denn im Moment wird der Markt sehr stark politisch getrieben. Das heißt, es wird immer wieder dieses Spiel gemacht mit dem Handelsstreit mit China, neue Strafzölle, dann geht der Markt rauf. Dann hatten wir in der letzten Woche gehört, nee, ist doch alles nicht so schlimm, sieht nach Entspannung aus. Dann haben wir gesehen, okay, der Markt hat darauf sofort reagiert, ist sofort 3, 4% wieder nach oben gelaufen. Jetzt am Wochenende wieder das Gegenteilige. Also es ist sehr schwer vorherzusagen und deswegen marktneutraler Ansatz ist am Ende des Tages einer der profitabelsten
und darüber hinaus das News Trading. Also immer wenn News kommen, wir hatten das gehabt während meines Urlaubs in Thyssen, Thyssen möchte seine Aufzugssparte verkaufen. Daraufhin ist Thyssen sofort um 10% angestiegen. Das sind natürlich Dinge, die kann man auch in solchen Phasen natürlich sehr, sehr gut traden. Auf der anderen Seite ist Thyssen einer der Kandidaten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem DAX genommen werden. Also all diese Dinge, man muss immer schauen, was überwiegt jetzt gerade. Werde ich aber auch gleich nochmal drauf eingehen, auf das Thema Thyssen. Okay, dann schauen wir uns an, wie sieht es im Nasdaq aus? Und da kann ich euch schon sagen, es sieht ähnlich aus. Also auch hier sehen wir, dass dieser Aufwärtstrend, den wir hier hatten, zwischenzeitlich auch gebrochen ist. Das ist auch hier der kleine Trend gewesen, der hier zum Schluss hier nach oben gelaufen ist. Dieser kleine Trend ist dann auch hier sehr schön zu sehen gebrochen worden. Damit war auch dieses Thema durch gewesen. Nicht nur, dass wir den Aufwärtstrend gebrochen hatten, auch nach unserem Sechs-Phasen-Modell sind wir in eine marktneutrale Phase übergegangen und dann konnte man hier ja sehr schön sehen, dass wir auch hier in diese Seitwärtszone eingegangen sind. Das heißt, auf der Oberseite bei knapp 7.800, Unterseite 7.350. Wir befinden uns jetzt in dieser Box und von da aus muss man jetzt einfach schauen, wo kommt der Ausbruch, kommt der nach oben oder kommt der nach unten. Bisher super gehalten, hat hier die 200-Tage-Linie, das kann man hier auch sehr schön sehen, ähnlich war es auch im S&P 500. Auch das ist ein Phänomen, wir nennen das bei uns im Handelsbüro selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn genügend Leute daran glauben, dass an einer bestimmten Marke das passiert, dann wird es zwangsläufig passieren, dass diese Linien immer wieder angelaufen werden. Warum? Nun ja, warum sollte jemand hier long gehen oder an dieser Stelle long gehen oder hier großartig long gehen, wenn er weiß, dass hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der 200er angelaufen wird und es von dort aus dann auch wieder nach oben geht. Das sind Dinge, die man als Trader unbedingt beherzigen sollte. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Dingen, die sich immer wiederholen. Ich mache das Ganze jetzt seit über 20 Jahren hauptberuflich und auf über 50.000 Trades stellt man natürlich immer diese Anomalien fest, die immer wieder kommen, Dinge, die auch immer wieder passieren. Und das muss man einfach im Trading halt nutzen, weil da nützt es auch nicht zu sagen, ja, aber markttechnisch gesehen haben wir halt auch noch keinen Abwärtstrend. Das stimmt. Deswegen sind wir auch noch gar nicht auf die Short-Seite gewechselt, denn wir sehen hier nur eine Abwärtsbewegung, aber eben keine, die weiter nach unten zieht. Auch das haben wir beim letzten Mal schon hier an dieser Stelle auch thematisiert, auch jede Woche bei uns im Wochenausblick, den ihr natürlich auch jede Woche am Montag schon erhalten könnt, wenn ihr Newsletter-Abonnent bei uns seid. Wie geht es jetzt hier weiter? Wie gesagt, es wird spannend werden, ob wir die Ober- oder Unterseite nehmen. In dieser Phase werde ich auch weiterhin, auch das haben wir heute innerhalb unseres Screening-Dienstes auch nochmal gesagt, uns marktneutral positionieren. Das heißt, wir werden in den stärksten weiter long bleiben und in den schwächsten Titeln weiter short sein. Wie sieht das Ganze im deutschen Markt aus? Und auch da nehme ich nochmal kurz die Zeichnung raus. Und da konnten wir sehen, dass es tatsächlich hier zu einem Sprung nach oben gekommen ist. Hier sehen wir zum einen natürlich den Abwärtstrend. Also das ist etwas, was wir ja zum Beispiel im amerikanischen Markt noch nicht hatten. Das ist ja das, was ich gerade im Nasdaq angezeigt hatte. Hier hatten wir einen klaren Abwärtstrend mit dem Druck auch nach unten. Auf der anderen Seite sehen wir, hier ist der Markt, hat dieses Hoch bei etwa 11.850 Punkte dann hier herausgenommen. Am Donnerstag hat dann am Freitag einen Schlusskurs über dem 200er EMA gemacht, was auch nochmal eine Bestätigung dieser Kraft ist, die hier herrscht. Das heißt, wir bekommen hier tatsächlich einen neuen Trend, der nicht mehr abwärts gerichtet ist, sondern wieder nach oben zeigt. Jetzt die spannende Frage, werde ich jetzt hier im DAX alles auf Long setzen? Nein, werde ich noch nicht, weil das noch nicht signifikant ist und ich erst abwarten möchte, was passiert jetzt morgen bzw. übermorgen im amerikanischen Markt. Kriegen wir auch hier den Ausbruch, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich Werte aus dem DAX genauer anzuschauen und das werden wir dann auch gleich machen, weil es ist dann natürlich besonders spannend, da natürlich genau in den Indizes unterwegs zu sein, wo wir sehen, wo auch gerade starke Dynamik herrscht. Dann haben wir ja nicht nur den großen DAX, sondern natürlich auch
den kleinen Bruder. Und hier ist das Bild wirklich, also man muss sich das mal auf dieser etwas größeren Zeiteinheit anschauen, sehr, sehr schwierig. Also wir sehen hier, dass wir hier eine sehr große Seitwärtsbox haben. Diese Schiebezone, der Markt schiebt sich hier, ja, ich sag mal, seit März, April mehr oder weniger seitwärts. Er ist nicht so stark unter Druck geraten wie der deutsche Markt, schafft es aber auch nicht, nach oben wegzulaufen. Aber, und das ist das Spannende, in den letzten Tagen ist halt diese Bewegung dann doch nach oben gekommen und wir sind anders als im DAX relativ dicht an den Hochs dran. Und das ist natürlich jetzt das Spannende, wenn man jetzt mal schaut, okay, wie weit befinden wir uns denn jetzt von den Hochs weg? Und das sind mal gerade noch 2,5%. Wenn wir das im Vergleich zum DAX nehmen, wenn wir da mal schauen, wie weit sind wir hier von den Hochs entfernt, also wenn wir nur mal hier die letzten Hochs nehmen, dann ist das mehr als das Doppelte. Das heißt, wir sind hier einfach wesentlich stärker. Und dann macht das natürlich auch Sinn, immer noch mal danach zu schauen, okay, wenn ich jetzt eine Aktienauswahl treffen möchte, möchte ich diese dann eher im DAX machen oder eher im MDAX oder im SDAX? Dann nehme ich mir natürlich immer die Indizes, wo das ja die höchste Dynamik drin ist, wo wir am dichtesten am Jahreshoch sitzen. Das sind natürlich dann die spannenden Punkte. Und von da aus schaue ich dann genau auf die Branchen, also welche Branchen werden momentan gespielt und nach der Branche, welche Aktien sind jetzt super interessant für uns. Das heißt, auch hier ist der Abwärtstrend, den wir hatten, angegriffen worden. Auch hier sehen wir nochmal den letzten kleinen Trend. Zeichne ich hier auch hier nochmal kurz ein. So. Das war der Trend, der ist jetzt hier angegriffen worden. Wir haben da am Freitag den ersten Anlauf genommen, sind auch jetzt hier in etwa auf diesem Niveau. Also auch hier wird heute mit Sicherheit nichts mehr passieren können, aber dann morgen sicherlich, wenn der US-Markt aufmacht und dann spätestens am Freitag, wenn die Arbeitslosenzahlen kommen, dann denke ich, wird hier wieder Bewegung kommen. Statistisch gesehen, wie gesagt, ist der August und September eher schwächer, gerade im deutschen Markt, im US-Markt eher so leicht abwärts gerichtet, hier in den Sommermonaten eher im deutschen Markt eher schwächer und das zeigt sich halt eben an vielen Punkten, auch in vielen Einzelaktien. Was natürlich genau anders läuft, ist der Bund Future und das wird sicher viele, viele überraschen, dass es hier immer weiter bergauf geht und immer weiter bergauf. Es macht einfach immer wieder Sinn, hier beim Bund Future die Long-Seite zu spielen und das nicht erst seit einer Woche oder einem Monat, sondern natürlich schon seit vielen Monaten. Wenn wir hier mal auf einen Wochenchart rübergehen, da kann man wirklich sehr, sehr gut sehen, wie sich der Bund Future in den letzten Jahren entwickelt hat. Es gab hier so eine Phase, wo wir auch, und das kann man wirklich ganz gut als Beispiel nehmen, auch wenn das ein Wochenchart ist, hier ist auch so eine Schiebezone gewesen. Und wenn der Markt dann einmal aus diesen Zonen herausbricht, dann bekommen wir eben dann diese Dynamik. Das heißt, das ist eigentlich das, worauf man als Trader immer achten sollte. Es gibt da auch wirklich extremst gute Bücher dazu, zum Beispiel das von Bulkowski, das die Enzyklopädie der Chartmuster, wo das auch noch mal sehr klar beschrieben wird mit der statistischen Auswertung auch dazu. Das heißt also, wenn ihr mal so Schiebezonen findet in Indizes, in einzelnen Aktien, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn dann diese Ausbrüche kommen, dann geht das hier sehr dynamisch in der ersten Bewegung, dann noch mal der Rücklauf hier, wenn wir diese Linie hier verlängern würden, so und danach dann diese Aufwärtsbewegung. Und es bleibt auch weiterhin beim Bund Future so, auch wenn wir uns nicht vorstellen können, dass die Zinsen noch weiter fallen. Ich meine, wir sind ja schon bei Null und tiefer. Aber wir sehen, es geht halt doch immer weiter. Und ich habe mit großer Überraschung am Wochenende einen Artikel gelesen von der Bundesbank, dass sie sich vorstellen kann, dass Immobilienzinsen in Deutschland zukünftig auch im negativen Bereich sind. Das heißt, die können sich vorstellen, dass Banken und Sparkassen zukünftig Kredite vergeben mit Minuszinsen für Immobilien. Und das wird ja nochmal dann wieder ein ganz, ganz neues Thema aufwerfen. Und deswegen, wenn es sowas geben wird, dann sieht man in Einzelkrediten bis 1.000 Euro gibt es das ja heute schon, aber noch nicht bei Immobilien in Deutschland. Aber dann könnten wir auch hier, was das Thema Bond Future angeht, natürlich noch viel, viel weiter steigen.
Natürlich kann es auch hier immer mal, und das ist ja dieses Damoklesschwert, was immer auch da ist, es natürlich plötzlich zu einer Zinsanhebung kommen, aber danach sieht halt überhaupt nichts aus. Und deswegen macht es beim Bund Future einfach nur Sinn, eher die Long-Seite zu spielen als die Short-Seite. Schauen wir dann noch vielleicht auf eines der wichtigsten Devisenpaare, die am häufigsten getradet wird, und das ist der Euro gegen US-Dollar. Hier ist es so, dass wir uns ja seit Monaten immer schon wieder auf der Short-Seite tummeln. Die meisten von euch wissen es. Ich bin im Forex-Markt nicht so derjenige, der wirklich 10 Trades und mehr in der Woche oder im Monat absetzt, sondern ich handle hier im Regelfall den Tageschart, im besten Fall die Stunde, weil es mir weniger darum geht, einen kurzfristigen Gewinn im Devisenmarkt zu erzielen, was ich auch häufig als sehr schwierig ansehe, sondern ich gehe eher darauf, dass ich den Trend nutze, der mittel- und langfristig da ist, und nutze kurzfristig nur News Trades. Das heißt, wenn es Zinsentscheide im Markt gibt, wenn die Arbeitslosenzahlen kommen, das sind Events, die ich dann entsprechend im Euro-US-Dollar auch im Minutenchart nutze, aber alle anderen Dinge eher in den größeren Zeiteinheiten. Die Frage kommt natürlich auch häufig, warum ich nicht mehr hier in diesem Bereich handle. Das liegt einfach daran, wenn man erstmal 20, 30, 40.000 Trades gemacht hat, stellt man natürlich irgendwann mal sich die Frage, sollte man zumindestens, wo verdiene ich denn eigentlich mein Geld? Verdiene ich mein Geld im Tageschart, im Stundenchart, im Minutenchart? Verdiene ich es mit Aktien? Verdiene ich es mit Indizes? Verdiene ich es mit Rohstoffen oder mit Devisen? So, und das kann ich immer nur jedem raten von euch: Führt ein Trading-Tagebuch, führt einen Handelsplan. Das ist auch etwas, was wir in den Trader-Ausbildungen als erstes machen, diese Dinge besprechen, weil dann könnt ihr aus dem Trading-Journal heraus immer feststellen, okay, wenn ihr anfangt und ihr stellt fest, okay, selbst wenn ihr noch keine Gewinne macht, ihr macht vielleicht noch Verluste. Natürlich beschäftigt man sich nicht gerne mit diesem Thema. Trotzdem ist es wichtig, in welchen Bereichen verliert ihr wirklich Geld? Es kann ja sein, dass ihr beispielsweise im Forex-Bereich Gewinne macht, aber beispielsweise mit Indizes Minus. Unterm Strich seid ihr vielleicht Break-Even oder vielleicht auch knapp im Minus. Aber wenn ihr seht, okay, ein Bereich, beispielsweise Forex, funktioniert sehr gut, naja, dann muss man einem sagen, okay, dann versuche ich hier weiter auszubauen und zu gucken, wie kann ich das Ganze verbessern. Deswegen schaut immer darauf, was funktioniert gut, und das, was da gut funktioniert, nutzt es in möglichst vielen Zeiteinheiten, dass ihr eben hier sehr profitabel agiert. Und die Bereiche, die nicht so gut funktionieren, da muss man dann die Entscheidung treffen, okay, habe ich die Zeit, habe ich das Know-how, das Ganze weiter nach vorne zu treiben, mich damit auseinanderzusetzen, wieso, weshalb, warum nicht, oder lasse ich es einfach sein. Und ich habe für meinen Teil irgendwann mal gesagt, okay, ich stelle fest, dass ich in den großen Zeiteinheiten extremst hohe Performances im Devisenmarkt erziele und parallel dazu, wenn News Trades kommen, also sprich tatsächlich sowas wie Arbeitsmarktdaten oder Zinsentscheide, da kann ich sehr schnell positive Performance erzielen, und deswegen habe ich mich eben darauf spezialisiert im Devisenbereich und ansonsten zu 90% tatsächlich Trades im Aktienbereich, weil hier für mich die höchste Performance wartet. So, dann schaue ich jetzt mal auf die Fragen, die bis jetzt aufgekommen sind. Da ist der Jochen. Hallo Jochen, wohin läuft Geld und andere Metalle? Das ist eine gute Frage, Jochen. Ich bin ja am 1. August in Gold eingestiegen. Ich habe hier mal den Chart aufgemacht. Ich habe es ja auch bei Facebook gepostet, habe auch den Trade. Den aktuellen Trade da gezeigt, kann ich auch gerne nochmal, wenn ich nächste Woche aus Zürich zurückkomme, den aktuellen Trade auch nochmal zeigen. Der ist ja in der TWS läuft der ja, ist derzeit roundabout 6,5% vorne. Einstieg kann man hier auch ganz gut sehen. Wer den genauen Chart ausdrucken möchte, das findet ihn auch bei mir auf der in der Facebook-Gruppe. Hier sieht man Stand heute etwa 6,2% plus. Warum bin ich in Gold gegangen? Und warum glaube ich auch, dass Gold weiter spannend bleibt? Also zum einen ist Gold natürlich gerade in den Sommermonaten immer mal wieder eine ganz gute Alternative, nämlich wenn die Märkte
nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen. Also sobald Unsicherheit in die Märkte kommt, dann sehen wir häufig, dass das Geld fließt. Zum einen in die sicheren Häfen, beispielsweise eben in den Bund Future, also in die Zinsmärkte. Zum anderen natürlich auch in Rohstoffe wie Gold oder Silber. Und wir sehen auch, dass wir innerhalb der Aktien sehen, dass die Teilnehmer am Markt rausgehen aus spekulativeren Titeln, sprich Technologie, und hineingehen in vermeintlich sichere Werte wie beispielsweise Versorger. Und das kann man ja auch ganz gut sehen, wenn man sich anschaut, okay, wie sind die Versorger gelaufen, wie sind die Technologiewerte gelaufen, dann sieht man einfach, das eine ist halt extremst gut gelaufen, das andere eher weniger gut in den letzten 4 bis 6 Wochen. Das heißt, ich schaue mir einfach an, okay, habe ich hier einen Trend, und das habe ich ja auch gemacht, als ich dann eingestiegen bin. Das heißt, ich gucke mir genau an, was ist hier passiert. Markt läuft hier schön nach oben. Macht hier nochmal ein neues Hoch. Dann hier mit sehr viel Dynamik hier hoch. Dann ist ja auch hier der Einstieg gewesen. Auch das wissen die meisten von euch. Auch darauf werden wir ja bei kleine Konten groß traden dann in den nächsten Wochen ab Oktober dann in der Tiefe auch drauf eingehen, dass ich zum großen Teil meine Trades natürlich aus den Korrekturen heraus aufmache. Warum? Nun ja, wenn ich am Hoch den Trade aufmache, dann hätte ich ja nicht hier die Ausführung bekommen, sondern tatsächlich hier an der Stelle, weil hier die Eröffnung war. Und wenn ich mir das dann anschaue, das Chance-Risiko-Verhältnis verschiebt sich hier dann einfach. Und deswegen ist es halt so wichtig, immer im Trading ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu bekommen. Wir sehen auch hier, dass der Trend noch weiter intakt ist. Wir sehen hier diese Aufwärtsbewegung. Der Markt ist hier nach oben gelaufen, hier zurückgekommen, läuft hier noch hoch. Freitag haben wir gesehen, ist der Markt ein bisschen zurückgekommen, auch am Donnerstag. Aber nichtsdestotrotz, es sieht eigentlich alles noch gut aus. Und die Statistik sagt auch so ein bisschen, wenn der August gut war und der September neue Hochs macht, dann haben wir auch hier gute Möglichkeiten, dass es hier noch ein ganzes Stück weitergeht. Vor allen Dingen, wenn der Aktienmarkt weiter instabil bleibt. Also von daher, und dann geht es eigentlich nur noch darum, welchen Rohstoff möchte man am Ende des Tages dann handeln. Auch da, Jochen, einfach schauen, so wie wir jetzt hier beim Gold geguckt haben, exemplarisch, wie sieht es aus beim Silber beispielsweise oder wie sieht es aus bei Platin, dass man sich da einfach die Bereiche herausnimmt, wo man sagt, okay, das passt auch zu meinem Handelskonto, weil man muss ja auch immer schauen. Handelt man das Ganze als ETF, als CFD? Handelt man das Ganze im Future? Da muss das Konto schon ein bisschen größer sein, wenn man das mit Gold macht. Also von daher, da aber schauen, haben wir diesen Trend da? Und das ist jetzt eben bei diesen Rohstoffen wie Gold und Silber halt vorhanden. Und da macht es dann einfach Sinn, auch so lange dabei zu bleiben, bis es eben in die andere Richtung läuft. So, Peter schreibt, die Kerze heute ist nicht aussagekräftig im amerikanischen Markt. Feiertag, genau. Peter, sehr richtig. Also, das bezieht sich jetzt nicht auf Gold, sondern ich denke, du beziehst dich hier auf den S&P 500. Ich nehme das hier nochmal raus. So, hier sieht man das auch, ist der heutige Tag. Da ist natürlich nicht viel, weil wir auch gar kein Handelsvolumen haben, weil natürlich der amerikanische Markt aufgrund des Labor Days heute nicht offen ist. So, dann kommen noch zwei Fragen, die sich auf kleine Konten beziehen. Wie schafft man Kleinkonto groß zu traden mit einem Hebel? Das kann man mit einem Hebel machen. Wir werden da in den Webinaren auch genau drauf eingehen. Also die Performances, die wir in den vergangenen Jahren immer wieder erreicht haben, die sind alle ohne Hebel entstanden. Das heißt, wir haben also keine Hebelprodukte verwendet. Wir überlegen aber tatsächlich, das jetzt mal mit CFDs auch zu machen. Aber wir wollen die Performance immer ohne Hebel angeben, damit es für jeden klar ersichtlich ist, auch egal ob kleines Konto oder großes Konto. Wenn wir beispielsweise eine Performance haben, ich werde da gleich in dem Webinar um 19:30 Uhr auch nochmal drauf eingehen, von beispielsweise 10% in dem Zeitraum, dann ist das eben ohne entsprechende Hebelprodukte, sondern eben nur das, was dann tatsächlich auch beim Direktinvestment dann gekommen ist. Mit dem Hebel kann ja jeder selber handeln, wenn er das möchte, beispielsweise mit CFDs. Und Norbert fragt, wo kann man sich für heute kleine Konten anmelden?
Da suche ich gleich nochmal den Link raus, Norbert. Den würde ich dann gleich hier noch reinposten. Gut, dann, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, dann stellt die gerne. Die erste Übersicht, die haben wir jetzt gemacht. Wir könnten gleich natürlich nochmal in die Besprechung des DAXes gehen. Das heißt, da haben wir ja festgestellt, dass der DAX beispielsweise sehr gut aussieht. Und da könnten wir uns natürlich sehr gut anschauen, welche Werte da besonders spannend sind auf der Long-Seite. Und dann von dort aus dann gleich auch eure Fragen beantworten. Muss man gerade einen kleinen Moment einen Schluck trinken. Ihr merkt schon, meine Stimme lässt gerade nach. Wie gesagt, wichtig ist hier immer zu schauen, wenn ihr auf Aktien schaut, am Ende des Tages sind wir hier in einem Aufwärtstrend, in einem Abwärtstrend, gleicht das immer mit den großen Indizes ab, weil wenn man das macht, dann ist es eigentlich immer ganz gut, denn wenn man weiß, okay, der Index selber ist jetzt eher in einer Long-Situation, dann macht es halt viel mehr Sinn, die Long-Seite zu handeln. Wenn wir sehen, okay, es ist die Short-Seite, die gerade gespielt wird im Markt, dann sollte man auch entsprechend eher dann die Short-Seite nutzen. So, jetzt starten wir sofort. Ich wollte noch gerade kurz den Link kopieren und den bringe ich dann gerade noch hier kurz rein. Dann haben wir den auch, dann kann ich mich wieder auf das andere konzentrieren. Also wer gleich noch um 19.30 Uhr mit dabei sein möchte, der kann sich hier unter diesem Link noch anmelden. Wir haben zwischenzeitlich schon mehr als 350 Anmeldungen für das heutige Webinar. Also wer noch mit dabei sein möchte, könnt ihr gleich im Anschluss machen. Wir starten dann um 19.30 Uhr. So, wir haben vorhin festgestellt, dass wir eher auf der Long-Seite schauen. Das heißt, eine Aktie, die jetzt wie jetzt Covestro beispielsweise eher abwärts gerichtet ist, macht dann halt einfach wenig Sinn. Das heißt, ich schaue also hier immer nur, habe ich Aktien, die longlastig sind. Und wenn wir uns hier so eine Adidas-Aktie anschauen, da sehen wir schon mal, okay, die ist über dem 200er EMA. Die hatte hier einen schönen Aufwärtstrend. Der kleine Trend ist auch hier gebrochen. Aber hier sehen wir auch, dass wir hier im August von den Hochs von 300 dann doch Richtung 260, 255 gefallen sind. Kommen hier langsam nach oben. Also wenn wir den direkten Vergleich machen und das ist das, was eben am Ende des Tages immer wichtig ist, dann schaue ich, welche Aktien haben halt einen starken Aufwärtstrend. Und da schaue ich dann eben immer im direkten Vergleich eine Adidas zu beispielsweise Covestro und dann sehe ich halt, okay, Adidas ist stärker, also würde ich diese jetzt erstmal eher auf die Watchlist nehmen, um dann zu schauen, okay, welche Titel haben wir dann? Dann beispielsweise eine Allianz-Aktie, die in den letzten Wochen doch relativ gut hier zurückgekommen ist. Und das ist jetzt das Ding. Das sieht so aus, als wenn die massiv zurückgekommen ist. Ja, die ist auch 10% gefallen bis zum 200er EMA. Aber eben, wenn wir uns das hier anschauen, diese Abwärtsbewegung, die wir hier beispielsweise auch in der Adidas-Aktie hatten, die ist sogar fast 15% gewesen. Im Vergleich zu hier, ich mache das mal hier, wo wir nur ungefähr 11% hatten. Aber es sieht irgendwie dramatischer aus. Das liegt einfach an dem Chartprogramm. Und das ist eben auch sehr häufig die Gefahr, die Krux, die da ist. Ihr müsst halt immer drauf schauen bei Chartprogrammen, wie ist das mit der Skalierung, die angezeigt wird. Und im Zweifelsfall immer im Blick hier auf die Außenseite schauen, damit ihr einfach seht, okay, wie viel Rückgang haben wir denn gehabt? Weil im direkten Vergleich ist die Allianz einfach schwächer und da macht es eben dann wenig Sinn, dann solche Titel auf die Long-Seite zu nehmen, sondern dann natürlich eher eine Aktie, die wir vorhin hatten, hier wie die Adidas. Und so gehen wir hier Stück für Stück dann immer vor. Oder hier gutes Beispiel Beiersdorf. Wir sehen hier genau das, was wir eigentlich sehen wollen in der Aktie. Wir haben hier einen ganz klaren Aufwärtstrend und am Ende geht es natürlich hier genau darum zu schauen, okay, haben wir einen starken Trend? Ja, ist der Gesamtmarkt im Moment auch eher neutral oder positiv? Wir waren neutral, haben jetzt den leichten Hang, dass es positiv werden könnte und dann natürlich dann die stärksten Titel
dann auf der Long-Seite zu traden, macht natürlich Sinn. Und deswegen ist so eine Aktie wie die Beiersdorf dann auch hier dann ein Titel, den ich dann natürlich viel, viel lieber auf der Long-Seite habe, als beispielsweise eine Allianz, die ich mir vorhin angeschaut habe. Und wie gesagt, wenn ihr Einzeltitel habt, die ihr gerne sehen möchtet, schreibt sie ruhig einfach in den Chat, dann schauen wir uns die gleich auch gerne noch an. BMW, genau das gegenteilige Bild. Und jetzt komplettiert sich da so das bisschen mit der marktneutralen, mit dem marktneutralen Ansatz. Wenn wir beispielsweise in einer Beiersdorf Long sind und beispielsweise in einer Automobilaktie wie BMW Short, dann können wir halt auch Geld verdienen in diesen marktneutralen Phasen. Also das heißt, in einer Phase wie jetzt, wo die Märkte wirklich über 4 Wochen seitwärts laufen, verdient man dann hier in solchen Titeln Geld auf der Short-Seite, in den starken auf der Long-Seite. Und wenn es ganz massiv plötzlich nach oben geht, dann wird es aber nicht passieren, dass die schwachen Titel plötzlich anfangen, wie verrückt zu laufen. Und deswegen macht diese Idee, dieser Ansatz einfach extremst viel Sinn, entweder zu sagen, okay, ich mache im Sommer Urlaub und handle halt nicht in diesen Phasen oder ich handle halt nach einer marktneutralen Ansatz. Auch hier die Continental-Aktie sehr schön zu sehen, ist hier, seitdem sie den 200-Tage-Durchschnitt nur einmal angetestet hat, Anfang April mehr oder weniger im Gleichklang mit den Automobilkonzernen nach unten gegangen. Und ich habe das so gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen. Thorsten fragte Einschätzung zu Autowerten allgemein. Ja, es ist natürlich die Problematik, die wir hier sehen. Automobilwerte, das werden wir auch gleich sehen, wenn wir uns noch Daimler anschauen, leiden natürlich, weil es zyklische Aktien sind, immer dann, wenn Börsen in ein unsicheres Fahrwasser geraten. Und das ist eigentlich das, was immer so diese Gefahr halt ist und auch die Kunst nachher des Traders, in welchem Markt, in welcher Aktie, in welcher Branche möchte ich denn gerade long oder short sein? Und man muss als Trader halt die verschiedenen Zyklen kennen. Also wie ist ein Börsenzyklus aufgebaut? Also wenn Märkte nach unten fallen, dann sind es erst die zyklischen Aktien, die halt fallen. Das sind eben entsprechend Stahlwerte, alles was dranhängt, dann natürlich eben Unternehmen wie Zulieferer, wie Continental, aber eben auch vorhin eine BMW oder auch gleich hier die Daimler. Also um die Frage aufzugreifen, Thorsten, solange wir nicht wissen, ob die Märkte sich wieder positiv entwickeln und Börse vergreift ja im Prinzip immer die Dinge vorweg. Und das sieht man hier ja auch sehr schön, dass wir hier schon doch sehr frühzeitig hier nach unten gekommen sind. Ich mache jetzt mal den Chart ein bisschen länger auf. Da sieht man ja schon, dass wir hier Anfang 2018, als wir bei knapp 80 standen und jetzt uns mehr oder weniger halbiert haben. Das heißt, der zyklische Bereich, der ist schon viel, viel früher gefallen als die großen Indizes an sich oder als beispielsweise jetzt Versorger, die genau umgekehrt laufen. Das heißt also, hier ist es eben das Grundwissen als Händler genau zu wissen, okay, wann sind denn welche Branchen gerade dran? Und die Frage geht, kommen die nochmal wieder aus dem Quark, um bei deinen Worten zu bleiben? Ja, die werden natürlich wieder kommen. Die Frage ist halt nur, wann? Und solange nicht klar ist, und machen wir uns nichts vor, das Marktumfeld ist brandgefährlich, in dem wir uns derzeit befinden. Und zwar insofern brandgefährlich, dass hier die Gefahr tatsächlich auf der Unterseite recht groß ist. Viele Kollegen von mir sagen ja auch schon seit vielen Wochen und Monaten und auch nicht unbegründet, die Märkte werden weiter nachgeben. Und ich sage immer, ich handle halt noch so lange long oder marktneutral, solange man das noch nicht in den Charts sieht, in den großen Indizes sieht. Hier bei den zyklischen Werten sieht man es halt schon. Man sieht es aber auch anhand der Zinsstrukturkurve. Auch da ist es ja so, dass wir mit den kurzfristigen Zinsen derzeit, Stand Freitag beispielsweise, die Zweijährigen die gleiche Verzinsung haben wie die Zehnjährigen, was immer darauf schließt, dass wir Richtung Rezession laufen. Das heißt, dann sind natürlich solche zyklischen Werte davon betroffen. Deswegen, ich würde hier, aus meiner Sicht, ist es zu früh, auf die Long-Seite zu wechseln. Ich hoffe, ich habe damit die Frage beantworten können, Thorsten. Also mir definitiv ist es zu früh.
Deutsche Börse sehen wir hier von einem Hoch zum anderen. Und da muss man, das ist genau das, was ich vorhin sagte. Also wenn man sich marktneutral positionieren möchte, dann macht es doch Sinn zu sagen, okay, man geht in starken Titeln long und auf der anderen Seite in schwachen Titeln short. Das sieht in einem reinen Long-Markt natürlich anders aus. Da möchte ich natürlich viel mehr auf der Long-Seite Aktien handeln, also sprich ein Verhältnis von 9 zu 1 oder 8 zu 2, 8 Aktien Long, 2 Short. Aber hier in solchen Phasen, wie wir derzeit sind, eben eher einen marktneutralen Handelsansatz, weil der langfristig eher zum Erfolg führt. Eine Branche, die auch immer sehr schnell betroffen ist, wenn das Marktumfeld sich eintrübt, das ist natürlich der Bankenbereich und hier insbesondere auch häufig die Deutsche Bank. Auch hier gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen zurück, nur um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir waren hier schon viel, viel höher, wenn wir hier auf den Wochenchart schauen. Wenn wir uns das anschauen, hier 2007, da waren wir bei 100, jetzt sind wir bei 6, 7 Euro. Also das ist ja ein Abverkauf sondergleichen gewesen. Und das ist etwas, was wir nicht nur bei der Deutschen Bank gesehen haben, das haben wir auch bei der Commerzbank gesehen. Und das ist halt auch in den US-Finanzwerten bei vielen Werten zu sehen. Auch da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das sind dann eher die Hypothekenfinanzierer, wo es anders aussieht. Also ihr seht, die Branchenrotation ist einfach das, was am Ende des Tages wirklich greift. Das ist ja nicht ohne Grund, warum wir jeden Tag innerhalb der Morgenroutine auch bei uns im Handelsbüro uns jeden Tag anschauen, wie laufen die Märkte, welche Märkte sind stark, welche sind schwach, welche Branchen sind stark, welche sind schwach, wo wollen wir unser Geld hineinlegen. Und hier Deutsche Bank ist dann einfach ein Titel, auch wenn der sich jetzt in den letzten 3, 4 Wochen erholt hat, ganz klar. Und diese Rallye, die wir jetzt sehen, ist auch stark. Immerhin sind wir hier über 10% nach oben gelaufen. Ist auch im Moment kein klarer Short-Kandidat mehr, weil ja, die ist noch auf dem Weg nach unten, aber, und das ist eben das Spannende, wir haben hier so ein Doppeltief gemacht. Und diejenigen unter euch, die sich ein bisschen mehr schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, häufig sehen wir tatsächlich nach diesen Doppeltiefs dann eine entsprechende Rallye. Also entweder schafft der Markt es nach unten, diesen Bruch zu machen, was wir aber hier nicht gesehen haben, oder es gibt dann eben diese entsprechenden Rallyes. Okay, schauen wir hier Deutsche Telekom. Also wenn ihr solche Charts seht, also das ist auch immer das, was wir in den Seminaren immer sagen. Also könnt ihr sofort weitergehen. Also wenn so ein Markt so seitwärts hier läuft, keine klaren Abgrenzungen auch nach oben. Wir haben es ja vorhin mal gab so Schiebezonen, wo es etwa alles auf der gleichen Höhe war. Dann kann man das ganz gut machen. Hier weder long noch short. E.ON ist ein Versorger, der irgendwie es nicht schafft, aus den Schlagzeilen zu kommen. Deswegen hier auch kein guter Wert, weder auf der Long-Seite, wenn dann überhaupt die Short-Seite. Aber auch hier würde ich die momentan nicht anfassen. Ähnlich ist es mit Fresenius Medical Care. Das sind einfach Titel, die kein dynamisches Bild aufzeigen. Also es geht nicht nur darum, bin ich jetzt grundsätzlich eher Long, bin ich eher Short, sondern es geht eher darum, bei solchen Titeln immer zu schauen, sind die besser oder schlechter als die Titel, die wir uns im Vorfeld angeschaut haben. Und im Vergleich dazu gibt es halt wesentlich schwächere Titel. Ähnlich sieht es eben auch beim Mutterkonzern Fresenius aus. Heidelberger Zement, auch hier ist es so, macht ein Short Trade keinen Sinn, obwohl wir unter der 200-Tage-Linie sind, denn wir hatten einen Abwärtstrend, den zeichne ich hier auch mal kurz ein. So, und dieser Abwärtstrend ist halt gebrochen worden. So, und sobald dieser Bruch da ist, seht ihr ja auch, was danach passiert. Daraus wird dann nicht sofort eine Long-Aktie, aber auf der anderen Seite, der Druck auf der Unterseite, der sich hier ja massiv aufgebaut hat, der ist halt vorbei. Und es wird jetzt hier sicherlich so sein, dass die Aktie an die alten Punkte heranläuft, also hier an die alten Tiefs bei 65 beziehungsweise bei 66 dann zum EMA und von da aus dann wieder Richtung Süden laufen. Aber wie gesagt, man muss da jetzt am Ende nicht wirklich was handeln oder etwas tun. Ähnlich ist es bei Henkel. Auch hier seht ihr sehr schön die Tiefs, die hier angelaufen wurden. Hier wurde nochmal ein neues Tief gemacht.
Markt konnte sich nicht durchsetzen, ist sofort an den 200er EMA gelaufen. Hier wieder der Versuch eines neuen Tiefs, also marginal, nur es gab gar keine Schlusskurse runter und auch sofort wieder Anlauf an den 200er EMA. Das heißt, dieser Anlauf an den 200er EMA, den sehen wir einfach immer, immer wieder. Und das kann man natürlich auch perfekt für Trades nutzen, und zwar in diese Richtung. Und das machen wir natürlich auch immer wieder gerne. Und spannend wird es einfach nur, wenn so eine Aktie es dann schafft, hier rüber zu kommen, weil dann kann die Welt besser aussehen. Aber eben, wie gesagt, im Moment auch kein klarer Long Trade. Ähnlich sieht es bei Infineon aus. Lufthansa hier öfter mal auch bei uns innerhalb des Screening-Dienstes auf der Short-Seite. Warum? Nun kann man sich hier sehr gut anschauen. Die Aktie hat halt 30-40% in den letzten Wochen verloren. Was wir im Moment sehen, ist auch nur eine technische Korrektur. Das heißt, auch hier, sobald diese Korrektur ausläuft, dann haben wir hier wieder einen Watchlist-Kandidaten für die Short-Seite. Ich würde noch gerade die nächsten zwei, drei Titel vorstellen, weil wir hier noch zwei haben, die super interessant werden können, vor allen Dingen der Versorger RWE. Auch Linde hier kein klares Bild für Long. Und auch das ist etwas, was man lernen muss im Trading. Es geht nicht darum, möglichst viele Trades zu machen, sondern es geht immer darum, die Trades herauszusuchen. Wo ist wirklich ein sauberer Trend da? Wo habe ich diese typischen Bilder, die ich brauche? Wo sehr viel Dynamik hineinkommt, wo sowohl auf der Long-Seite als eben auch auf der Short-Seite. Und 90% der Aktien, die wir uns anschauen, bringen halt wirklich nichts. Das ist so ähnlich wie Morgenroutine. Morgenroutine macht man an 9 von 10 Tagen mehr oder weniger umsonst, aber am 10. Tag bringt sie halt sehr schnell und sehr viel Geld. Und darauf muss man halt am Ende des Tages achten. Auch hier Merck kann sich noch nicht wirklich durchsetzen, aber wie gesagt, Münchner Rück im Vergleich zum Beispiel zur Allianz-Aktie, die wir vorhin hatten, viel, viel stärker. Das heißt, ich würde eher eine Münchner Rück auf die Long-Seite nehmen als beispielsweise eine Allianz. Dazu kommt noch, wenn wir uns das anschauen, der kleine Trend hier zeigt auch schon nach oben. Das heißt, die Aktie kommt gerade aus der Korrektur und sollte der DAX weiter stark bleiben, gehe ich auch davon aus, dass die Münchner Rück hier weiter Richtung hochzieht. Und vielleicht jetzt als letzte aus dieser Reihe, was das untermauert, was ich vorhin sagte, Versorger RWE hat es hier wirklich geschafft, sich gut abkoppeln zu können, ist in den letzten Wochen immer weiter nach oben gegangen. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns das Jahr anschauen, ist auf Jahreshoch. Und das muss man sich halt vorstellen, der DAX ist noch richtig weit davon entfernt. Automobilwerte sehen total schlecht aus. Habe gesagt, alles, was in den zyklischen Bereich ist, ist eher auf der negativen Seite derzeit zu sehen. Aber die sicheren Häfen, wie beispielsweise Versorger, wie eine RWE, sind die Profiteure in solchen Phasen. Und deshalb nochmal, wie wichtig ist die Branchenrotation? Achtet auf solche Dinge, weil das wird euch am Ende des Tages das Geld bringen, wenn man da genau schaut, okay, welche Bereiche werden denn derzeit von den großen Playern gespielt? Und das macht natürlich ein bisschen Arbeit, ganz außer Frage. Aber am Ende bringt das einfach eine Menge Geld für euch oder auf der anderen Seite, ihr erspart euch unnötige Verluste. Die meisten Verluste im Trading entstehen halt dadurch, dass man einfach nicht sich genug mit diesem Thema Branchenrotation, Morgenroutine am Ende auseinandersetzt, weil dadurch kann man einfach sehr, sehr einfach erkennen, welche Märkte derzeit gespielt werden. So, dann schaue ich nochmal auf die Fragen. Da sind zwischenzeitlich einige reingekommen. Heidi hatte nach Bayer gefragt, haben wir schon uns angeschaut. Jochen schreibt noch, viel Spaß in Zürich. Nicole ist auch mit dabei. Super, freue ich mich, Jochen. Haben uns ja auch schon länger nicht gesehen. Dann, Markus, ist eine Aktie immer im Abwärtstrend, auch wenn sie höhere Hochs und höhere Tiefs macht, fragt Markus. Also ist eine Aktie immer in einem Abwärtstrend, wenn sie höhere Hochs und höhere Tiefs macht. Nee, eigentlich macht sie, wenn sie höhere Hochs und höhere Tiefs macht, ist es ein Aufwärtstrend. Also bleiben wir mal bei RWE, um das hier mal zu demonstrieren. Die Aktie macht höhere Tiefs und sie macht gleichzeitig höhere Hochs und dann ist es eben ein Aufwärtstrend. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die Aktie unbedingt handeln sollte, weil am Ende kommt es ja immer darauf an, mit wie viel Dynamik passiert das Ganze. Das heißt also bei uns in der
Analyse, die wir jede Woche machen. Also wir machen jeden Tag eine Morgenroutine. Jede Woche schauen wir uns an, welche Aktien sind derzeit interessant. Nachdem wir wissen, okay, der deutsche Markt ist stärker als der amerikanische Markt, schauen wir von da aus dann beispielsweise, welche Aktien könnten interessant sein, so wie wir das gerade gemacht haben. Eine RWE ist besser als beispielsweise hier eine Adidas-Aktie. Das heißt nicht, dass das in 4 Wochen noch genauso ist, aber momentan ist das halt so. So, was haben wir noch? Allianz mit -11%, schwächer als Adidas mit -14%, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, ist genau umgekehrt. Also die Aktie, die halt den größeren Verlust hat, ist halt so wie hier Adidas, ist halt schwächer als beispielsweise die Allianz. Das Beispiel war nur, das sieht hier dramatischer aus, weil der ganze Chart hier so aussieht, als wenn das hier Gott massiv runtergegangen ist, aber in Wirklichkeit ist der Verlust hier kleiner, Lutz. Uwe sagt, alternativ zu Adidas, die Puma-Aktie läuft gut. Ja, das sollte man dann auch immer schauen. Okay, man muss ja nicht nur im deutschen Markt schauen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne in den Konsum reingehen, dann gibt es natürlich auch amerikanische Aktien und das kann dann entsprechend natürlich auch dann die Puma-Aktie sein, dass man einfach sagt, okay, ich schaue mir einfach Puma an. Obwohl Puma ja ein deutscher Wert ist, aber jetzt grundsätzlich, dass man natürlich auch in den USA schaut. Im Moment, jetzt kriege ich das Puma hier nicht rein. Nochmal hier. Ist die Frage, warum? Nee, das ist er auch nicht. Kriege ich gerade nicht rein. Aber genau das ist der Punkt. Man muss halt immer schauen, welche Aktie passt dann halt gerade, wenn man diese entsprechende Branche halt sucht. So, dann haben wir von Markus noch. Moment. Immer etwas verwirrend, welche Hochs genommen werden. Manchmal nimmt Mario Kleine in die Analyse. Manchmal lässt er sie außen vor. Ja, Markus. Analysen zu betreiben ist gar nicht so einfach. Das kommt immer darauf an, ob du den großen Trend oder den kleinen Trend hattest. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Es gibt mindestens 3 Trends, die wir immer sehen: den kleinen, den mittleren und den großen Trend. Da gehen wir auch bei kleinen Konten drauf ein, welchen man nimmt. Also beim Einzeichnen beispielsweise jetzt nochmal, wenn wir jetzt im Screening hier schauen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine RWE anschaue, dann würde ich jetzt halt eher den kleinen Trend einzeichnen. Was ein kleiner Trend ist, hängt am Ende des Tages natürlich an deiner Definition, was ein kleiner Trend ist und was ein großer Trend ist. Also wann ist ein kleiner Trend ein kleiner Trend? Wenn eine Kerze nach unten zeigt, zwei, drei, wie auch immer. Das muss natürlich jeder definieren und somit ist natürlich auch das Einzeichnen der meisten sehr unterschiedlich. Ich gehe beim kleinen Trend immer nach festen Regeln, beim mittleren auch. Wenn das jetzt der kleine Trend war, dann sieht man ja schon, dass der nächste Trend, der hier gelaufen ist, dann eben der Trend ist, der dazwischen dann am Ende des Tages sitzt. Also wenn man jetzt von hier aus schaut, würde man halt sagen, okay, hier geht der Markt halt nach oben, hier nach unten, hier nach oben. Hier ist der tiefste Punkt gewesen und von hier aus hier nach oben. Dann hat man plötzlich den mittleren Trend. So und so sehen die natürlich sehr unterschiedlich aus. Am Ende ist es natürlich erst einmal nur wichtig am jetzigen Punkt. Also wenn wir uns RWE heute anschauen, dann ist wichtig, ist die Aktie in einem Longmarkt oder nicht? Und dann kann man eben ganz klar sagen, ja, die Aktie befindet sich in einem Longmarkt. Sie ist im kleinen Trend sowie im mittleren Trend nach oben gerichtet. Und es geht jetzt einfach nur darum, an welchem Punkt möchte ich jetzt meinen Einstieg finden? Also mit welcher Strategie, mit welcher Handelsidee aus der Korrektur heraus, mit dem Trick des Traders oder kaufe ich ein neues 52 Wochen hoch oder ein Allzeithoch oder benutze ich Fibonacci für den Einstieg. Und das sind eben Dinge, die muss aber jeder Trader für sich in seinem Handelsplan festlegen. Genau das machen wir ja dann auch bei kleinen Konten, dass wir genau sagen, okay, das sind die verschiedenen Ansätze, die schauen wir uns dann an, wie möchten wir hier einsteigen. So, was haben wir noch? Deutsche Börse sieht gut aus, schreibt Oliver. Ja, hatten wir uns gerade angeschaut. Alstria Office sieht auch gut aus, genau.
Also auch hier sehr schön zu sehen, auch ein Titel aus dem Screening-Dienst hat heute hier ein neues Jahreshoch markiert, konnte es zwar nicht halten, aber hängt am Prinzip jetzt hier an den alten Hochs. Also auch von daher ganz klar hier auf der Long-Seite. So, MBB war noch die Frage. Okay, das ist, scheint nicht das richtige Kürzel zu sein. Ich schaue nochmal, ob ich die finde. Ansonsten immer besser, wenn ihr die Kürzel postet, weil dann MBB. MBBSE Beteiligungsgesellschaft, ja, die hatten wir gerade schon gehabt. Also ich weiß nicht, ob es die ist, die du meinst. Wenn ja, also hier ganz klar eben, die Aktie ist halt auf der Short-Seite unterwegs, ne? Also sprich, macht einfach keinen Sinn, die auf der Long-Seite zu handeln, weil die ist halt nach unten gerichtet. Möchte ich da einen neuen Short aufmachen, würde ich momentan auch nicht machen, weil die eben hier die alten Höchststände einmal angegriffen hat. Also da haben wir schon wesentlich schwächere Titel gesehen. So, bei Beiersdorf jetzt einsteigen, ist vielleicht schon etwas spät, schreibt Hans. Ja, das ist ja das, was wir vorhin uns schon angeschaut haben. Also grundsätzlich ja, ist Beiersdorf ein super, super Titel, aber natürlich, Hans, und das weißt du ja auch nur aus der Korrektur heraus, jetzt heute oder morgen einzusteigen, wo die Aktie so weit in der Bewegung ist, macht natürlich wenig Sinn, aber es hätte natürlich Sinn ergeben, beispielsweise in der letzten Korrektur hier oder in dieser Korrektur hier. Das sind ja die Einstiege, die hier gut funktionieren. Steffen schreibt, lieber Mario, würdest du uns sagen, wie sich denn die 0 oder die 1 in der Long- bzw. Short-Spalte ergibt? Ach so, das ist, da geht es nur darum, ob wir hier Jahreshochs haben oder Jahrestiefs haben. Dafür steht die Jahreshoch oder Jahrestief. Und die zweite steht, ob ich hier markttechnisch einen Trend habe oder nicht. Somit kann ich am Ende, früher habe ich ja wirklich stundenlang gescreent, brauche ich hier halt, wenn ich jetzt Aktien haben möchte, die dicht am Jahreshoch sind, dann habe ich das eben hier Beiersdorf, eine deutsche Börse und beispielsweise RWE. Hoffe, ich habe dir damit helfen können. Banken fragt Anton, habe ich schon gesagt, also die sehen alles andere als gut derzeit aus. Das liegt aber auch an der derzeitigen Marktphase. Also jeder, der ein Konto hat, der wird ja zwischenzeitlich festgestellt haben, Zinsen gibt es dafür im Moment eigentlich keine mehr. Und womit verdienen Banken nun mal einen Großteil ihres Geldes? Mit Zinsen und Zinsdifferenzgeschäften. Und zum Beispiel die Sparkasse hier bei uns hat jetzt zum ersten des Monats, obwohl es das noch nie gab, jetzt Kontogeführungsgebühren eingeführt für private Konten, weil die gar nicht mehr wissen, wie sie sich sonst finanzieren sollen. Also von daher ist es einfach sehr schwierig für die Banken geworden. Ich habe am Wochenende gelesen, dass im Rhein-Taunus-Kreis jetzt, und das muss man sich mal vorstellen, in einem Pilotprojekt die Sparkasse mit der Volksbank die gleiche Bank nutzen wird in Zukunft. Ja, also nicht nur bei einer Bank, sondern bei ganz vielen Sparkassen und Volksbanken. Da wird 2 Tage lang montags, dienstags die Sparkasse aufhaben und in der gleichen Bank ist dann die Mitarbeiter der Volksbank am Mittwoch und Donnerstag. Daran seht ihr schon, wie schlecht es denen geht, dass die plötzlich über solche Dinge nicht nur nachdenken, sondern diese eben auch entsprechend umsetzen. So, dann schauen wir noch 2, 3 Fragen, die wir vielleicht noch haben. René fragt, ist es in der marktneutralen Phase nicht auch die Möglichkeit, den DAX oder den S&P direkt zu handeln? Klar, kannst du auch machen. Nur dadurch, dass wir ja in den letzten Wochen sowohl im DAX als auch im S&P mehr oder weniger gleichmäßig seitwärts gelaufen sind, habe ich da kein großes Arbitragegeschäft gesehen. Kann man aber natürlich grundsätzlich machen. Norbert fragt noch, wie ist es mit MTU zu sehen vor dem Hintergrund der DAX-Aufnahme? Ja, das ist ein spannendes Thema, Norbert. Also ist tatsächlich so, dass ich mich natürlich sehr intensiv auch immer um diese Titel kümmere, die in den DAX aufgenommen werden könnten oder die aus dem DAX herausfallen könnten.
Das ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit die Thyssen-Aktie, die herausfällt. Habe ich vorhin ja gesagt, werfen wir auch noch mal zum Abschluss einen kurzen Blick drauf. Hier diese starke Abwärtsbewegung und dann hier jetzt in den letzten Wochen noch mal kurz bergauf. Spannend eben ab diesem Tag hier, weil da wurde bekannt gegeben, dass die Aufzugssparte verkauft werden soll. Und da gab es dann Dynamik und die Aktie ist sofort um 10% dann nach oben gegangen. Also ja, macht Sinn. Im Regelfall steigen Titel, die aufgenommen werden, im Vorfeld auf die Aufnahme im DAX und Titel, die dann rausfliegen, fallen statistisch gesehen. Was haben wir noch? Woran kann ich zuverlässig eine Branchenrotation erkennen? Fragt Norbert, indem du jeden Tag die Branchenrotation in einer Tabelle erstmal führst und sie dir dann tatsächlich jeden Tag anschaust. Also wir machen das über wirklich jeden Tag, jeden Tag. Ich muss mal gerade schauen, ob ich hier gerade die aktuelle vorliegen habe. Dann würde ich euch die jetzt gerade zum Abschluss noch zeigen. Ist vielleicht auch ein gutes Thema für das Ende. Ich hole das hier nochmal gerade rein. Branchenrotation, hier kann man das ganz gut sehen. Also wir führen das hier wirklich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Also wirklich unendlich immer zurück, immer für ein Jahr hier. Wie ist die Entwicklung auf Tagesbasis, auf Wochenbasis, auf Monatsbasis? Und dann geht es eben nicht darum zu schauen, welche ist jetzt auf Monatsbasis die stärkste, weil das ist ja schon Vergangenheit, sondern es geht darum zu schauen, wie entwickelt sich eine Branche, die beispielsweise jetzt negativ ist, wie der Rohstoffbereich oder der Technologiebereich oder auch der Finanzbereich in den nächsten Tagen und Wochen, kommt er ins Mittelfeld und dann können wir daraus ableiten, ob der Markt hier nach oben geht. Das sind alles Teile, wo wir dann auch im Rahmen unserer Trader-Ausbildung auch mal drüber sprechen. Aber es gibt halt keinen, so wie beim Trading auch, es gibt halt keine feste Regel, wo man sagt, also wenn A passiert, wird B kommen. Das ist hier nicht möglich. Aber du kannst halt, wenn du das jeden Tag dir anschaust, sehr gut ableiten. Das ist ja auch, was wir in der Morgenroutine machen. Wir haben zum Beispiel die Tiefs der letzten Woche und auch davor der Woche mit der Morgenroutine natürlich sehr gut finden können, weil wir eben genau schauen, welche Indikationen zeigen gerade das passend an, wie ist das Put-Call-Ratio und solche Dinge. Also das kann man schon sehr, sehr gut sehen. Okay, dann hier letzte Frage noch von Jutta. Wenn ein Trend zu erkennen ist, dann kann es doch schon zu spät sein für den Einstieg, weil der drehen kann. Natürlich wissen wir nie vorher, Jutta, ob ein Trend Bestand hat lange oder nicht. Grundsätzlich ist das aber, und ich möchte hier nochmal so ein Beispiel nehmen, nehmen auch ruhig Daimler, ist eigentlich vollkommen wurscht. Wenn ich hier so eine Abwärtsbewegung habe, diese erste werde ich im Regelfall nie bekommen. Warum nicht? Nun ja, ich weiß ja vorher nicht, dass Daimler fällt, wenn jetzt keine Nachrichten da waren. Aber diese zweite starke Bewegung, die bekomme ich halt fast immer. Das heißt, du weißt nie, wenn du einen Trade eingehst, ob das ein profitabler Trade wird oder nicht. Die Quote liegt halt bei den meisten irgendwo bei, na, sag ich mal, zwischen 40 und 65% Trefferquote im Trading. Beim Investment sind wir bei 80% Trefferquote. Aber beim Trading ist das halt zwangsläufig meistens niedriger. Und ein guter Trader braucht halt mindestens 45%. Geht auch drunter, aber das ist eigentlich ein guter Wert. Ideal ist, wenn man so, wir sind so bei 55 bis 58% Trefferquote. Das ist halt, was hilft. Und wenn du dann mindestens doppelt so viel Gewinne wie Verluste machst, dann bist du auf der sicheren Seite. Aber man muss auch ganz klar sagen, um ein guter Trader zu werden, braucht es halt eins und das ist Zeit. Und das ist eben das, was die meisten Trader häufig am Anfang nicht haben, weil sie möchten natürlich von heute auf morgen sofort los. Und man braucht aber eine gewisse Zeit, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Es geht nicht um ein Setup zu lernen. Das kann jeder in 10 Minuten mehr oder weniger. Aber zu wissen, auf was muss ich achten. Wir haben vorhin über die 200er EMA gesprochen. Wir haben über die Morgenroutine gesprochen, über Branchenrotation. Dafür muss man eben Erfahrungen sammeln. Und wer diese aber hat, der kann damit dann am Ende auch sehr gut dann das Ganze umsetzen und dann eben entsprechend im Trading oder auch im Investment. Man kann immer sagen, alles, was man auf großen Zeiteinheiten handelt, da hat man sehr, sehr gute und hohe Trefferquoten. Beispielsweise bei uns im Investmentbereich liegen die Trefferquoten bei roundabout 80%, machen durchschnittlich 15 bis 18% Gewinn damit. Im Trading sind die Trefferquoten zwangsläufig niedriger, weil man natürlich häufiger handelt, dafür aber auch dann die Gewinne am Ende des Jahres höher, weil die Trade-Frequenz hier höher ist. Und deswegen machen wir ja das auch beispielsweise mit kleinen Konten.
um da zu zeigen, wie kann man das Ganze entsprechend umsetzen und das Ganze, wie gesagt, gleich als Einführungswebinar, dann auch gleich nochmal um 19.30 Uhr, wenn es euch interessiert, meldet euch einfach an. Ich habe den Link ja gerade gepostet schon mal, dann könnt ihr gleich auch mit dabei sein. Ja, ich denke, das war es dann erstmal. Wenn noch Fragen offen sein sollten, dann gerne beim nächsten Mal. Frage kam noch von Jürgen, gibt es eine Aufzeichnung hiervon wieder? Ich denke, morgen im Regelfall werden wir die Aufzeichnung wahrscheinlich wieder zur Verfügung gestellt bekommen und dann werdet ihr die selbstverständlich auch wieder bekommen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder für alle die gleich um 19.30 Uhr noch mit dabei sind, wenn es dann um die Auftaktveranstaltung Kleines Konto geht, alle Informationen über die nächsten 3,5 Monate, was wir da alles machen, dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Vielen Dank. Mhm.